Meine Damen und Herren, wir erinnern uns, vor 50 Jahren fand der erste offizielle deutsche Staatsbesuch in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Bundeskanzler Konrad Adenauer war von Staatspräsident Charles de Gaulle eingeladen worden. Bei einer Festmesse in der Kathedrale von Reims wurde von beiden Staatsmännern die deutsch-französische Aussöhnung besiegelt. Wenige Wochen danach, am 9. September 1962, hier an diesem Ort in Ludwigsburg, beendete Staatspräsident Charles de Gaulle seinen ersten offiziellen Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland. Von Tausenden von Begeisterten, darunter auch sehr viele junge Menschen, hielt er seine vielbeachtete Rede an die deutsche Jugend. Schon wenige Monate später, im Januar 1963, wurde der Élysée-Vertrag unterzeichnet. Er ist Ausdruck des unverbrüchlichen Willens Deutschlands und Frankreichs, in allen wichtigen politischen Feldern zusammenzuarbeiten. Europa befindet sich in einer schwierigen Lage, das wissen wir alle. Aber es ist meine feste Überzeugung, wir brauchen zur Überwindung dieser schwierigen Lage nicht weniger, sondern mehr Europa. Ein Rückfall in Zustände nationalstaatlicher Zersplitterung und Egoismen wäre ein Anachronismus. Heute trennt die lange Grenze zu unseren französischen Nachbarn nicht mehr, sondern sie verbindet. Kein Mensch möchte das rückgängig machen, kein Mensch sehnt sich nach alten Zeiten zurück. Franzosen und Deutsche sind Freunde geworden. Und seine Ansprache begann Präsident de Gaulle mit einem Glückwunsch. Er beglückwünschte seine Zuhörer zu etwas, zu dem er selber nichts beitragen konnte. Er beglückwünschte die Anwesenden dazu, jung zu sein. Seine Worte damals sprühten vor Optimismus und Vertrauen. Er baute auf die Jugend, auf ihren Tatendrang, auf ihre Weltoffenheit, auf ihre Toleranz, damit sich Deutschland und Frankreich näher kommen und damit Europa zusammenwächst. Damals schien Deutschlands Teilung endgültig besiegelt zu sein. Ja, es schien so, als ob die ganze Welt unwiderruflich in zwei Lager gespalten ist. Und liebe Jugendliche, hier heute auf diesem Platz, dass ich eines Tages zu euch als Bundeskanzlerin eines in Frieden und Freiheit wiedervereinigten Deutschlands sprechen würde, das galt damals als absolute Utopie. Das war völlig unvorstellbar. Wir Europäer, wir sind zu unserem Glück vereint. So haben es die Staats- und Regierungschefs 2007 zum 50. Geburtstag der römischen Verträge formuliert. Diesen Satz dürfen wir nie vergessen, wie groß ökonomische Herausforderungen auch immer sein mögen. Es bleibt und wird gültig bleiben. Wir Europäer sind zu unserem Glück vereint. Und das Fundament dafür haben vor 50 Jahren Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer festgelegt. Sie stehen für die Aussöhnung unserer Völker. Vous, jeunes Allemands, vous êtes les enfants d'un grand pays, plus grand encore que celui que visitait le général de Gaulle il y a 50 ans, puisque les murs sont tombés. Construisez donc l'Europe à votre image. Jeunes Allemands, jeunes Français, une Europe exigeante, une Europe morale, une Europe généreuse, une Europe ouverte. Poursuivez le rêve européen, celui qui a été esquissé par les pères fondateurs, ce rêve que faisaient ici même, il y a 50 ans, ensemble, les yeux ouverts, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Junge Damen, junge Herren, aus Deutschland, aus Frankreich, aus ganz Europa, Ihre Rolle ist es nun, dem europäischen Traum Wirklichkeit
und Zukunft zu verleihen. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Mir hat der Festtag gut gefallen, weil das für mich heute auch ein besonderer Moment war, weil ich eben diese lange Freundschaft zu meinen Franzosen pflege und deswegen die deutsch-französische Freundschaft für mich persönlich auch sehr wichtig ist. Ich bin sehr positiv überrascht. Ich mag also so steife Veranstaltungen nicht so sehr eigentlich, aber ich finde, dass die Reden einfach wirklich sehr bewegend waren. Es war einfach ein schönes Gefühl, mal selber als Jugendlicher angesprochen zu werden, als junger Mensch und vor allem François Hollande mit dem Vergleich des alten Ehepaars fand ich einfach genial. Vor allem wie die Politik auf die vor die Geschichte eingegangen sind, die Rede, die Inhalte damals und dass sie es heute nochmal reflektiert haben und dann auch in die Zukunft geblickt haben. Das hat mir sehr gut gefallen.